Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees80 mit einem neuen 4Hees schaut an Video für euch. Und das letzte ist noch gar nicht so lange her, denn da habe ich mir The Farm angeguckt. Und ob dieses Motiv in diesem Film vorkommt, ja, da guckt einfach mal das 4Hees schon an, wieder dazu an. Und natürlich auch, wie ich diesen Film finde. Und heute geht es gleich in das nächste Ike Media Book weiter. Nämlich, es geht um den Film The Scarehouse. Und mal gucken, was dieser Film so bieten kann. Der Film geht ebenfalls gerade mal 84 Minuten. Ist natürlich auch hier in der Uncut-Fassung vorhanden. Und der Film ist aus dem Jahr 2014, ist eine kanadische Produktion. Und ja, pechschwarze Folter-Thriller, der mit den wohl kreativsten Foltermethoden überrascht, die Horrorwelt bis dato gesehen hat. Na, also auf jeden Fall wieder hohe Erwartungen an diesem Film. Ja, ich bin gespannt. Ich würde mal sagen, wir starten direkt mal mit diesem Film. Ich lege meine Füße da hoch und drücke mal auf Play. Und ja, was es dazu zu sagen gibt dann nach dem Film, das erwartet auf jeden Fall nach dem Film erfahren. Ich werde das Video auch mal durchlesen dann, um noch mehr zu erfahren, wie es zu diesem Film kam. Und dann sehen wir uns nach dem Film wieder. Und nun viel Spaß bei meiner Reaktion zu diesem Film. So, los geht's mit The Scarehouse und Play. Thank you.
Ja, der Film ist aus. The Scare House. Der Film ist aus, The Scare House. Wow, hat mich jetzt wirklich überrascht, dieser Film. Wow, wirklich wahr. Hätte ich jetzt nicht so ganz erwartet, dass der so ist, wie er ist. Aber dazu gleich später nach dem Lesen vom Mediabook. Und dann gibt es noch meine kleine Review zu diesem Film. Bleibt also dran und seid gespannt, wie ich diesen Film nun fand. Ja, liebe Filmfreunde, ich habe mir noch das Mediabook durchgelesen von The Scare House. Und ich habe das Gefühl, ich zerfließe. Es ist eine Bullenhitze. Ich bin hier gerade am Durchschwitzen. Ich weiß nicht, warum ich unglaublich war. Jo, okay, der Film ist vorbei. Das Mediabook habe ich durchgelesen. Und was soll ich sagen? Wow, wirklich wahr. Wow, ich war wirklich positiv überrascht von diesem Film. Hätte ich jetzt nicht erwartet, wirklich wahr. Der Film hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Nicht nur die ganzen Mädels anzugucken, nein, sondern auch die ganze Art und Weise von diesem Film hat mich wirklich sehr beeindruckt und hätte ich nicht erwartet, dass der mir so gut gefällt. Um was geht's eigentlich bei dem Film? Ja, die gute Corey Peters und Elina werden von einer Studentenbewegung aufgefordert, einen Streich zu spielen, der aber schief geht und sie kommen dann 2 Jahre ins Gefängnis. Und daraufhin, nachdem sie entlassen worden sind, üben sie Rache auf diese Studentinnen. Mehr braucht man dazu sagen, das ist eigentlich der ganze Film. Und das ist auf jeden Fall auch Scare House. Denn das ganze Filmchen spielt in einem Spukhaus, wo die beiden nämlich organisiert haben, um da eine Party zu feiern und laden da diese ganzen Bitches halt eben ein, oder die Mädels halt eben ein, um mal mitzufeiern. Aber die feiern halt eben ein bisschen anders da, wie halt eben das die Mädels erwartet haben, die da zu Besuch kommen. Ja, der Film zeigt wirklich explizite Gewalt, ohne Scheiß. Also da ist hier ist The Farm, wirklich, wo ich beim ersten Mal geguckt habe, oder zumindest beim letzten Mal vorher schon an, wirklich ein Dreck dagegen. Also hier wird wirklich extrem viel gefoltert und wirklich einige spaßige Szenen sind mit dabei, die wirklich extrem in die Haut gehen. Ich sag bloß Brustimplantate, sehr geil inszeniert, wirklich war, hat mir extrem gut gefallen. Natürlich muss man dazu sagen, es sind auch überall eigentlich nur hübsche Mädels dabei. Also hier hat man was fürs Auge, auch mal dazu noch, die halt völlig am Durchdrehen ja sind. Und man merkt mal wieder, die Mädels, die Frauen, sind einfach noch rachsüchtiger als wir Männer. Ja, man kennt es in so vielen Filmen als Spit on Your Grave, ja, Kill Bill, so viele Filme, die jetzt eben hier auf Rache gesinnt sind, und auch dieser Film gehört hier voll und ganz mit dazu. Leider natürlich auch dieser Film natürlich auch ungefähr 6 Minuten an Federn lassen müssen bei der FSK, aber hier haben wir eben die Uncut-Fassung und hier sieht man auf jeden Fall schon einige explizite Gewaltszenen drin, die auf jeden Fall extrem viel Fun machen. Auch der ganze Film ist wirklich extrem gut inszeniert worden. Von der Kameraführung her auch und natürlich auch von den Special Effects her, würde man fast sagen, ist es auch alles handgemacht, so wie es ausgesehen hat. Also hier kein CGI-Blut, denn es ist wirklich hier wirklich eine richtig tolle Arbeit gewesen und kann wirklich den Film empfehlen, der wirklich so auf Splatter-Horror-Filme steht oder auf Rachefeldzug-Filme steht, wie I Spit on the Grave. Der ist auf jeden Fall bei diesem Film komplett richtig. Muss ich wirklich sagen, hat mir auf jeden Fall extrem Spaß gemacht, dieser Film. Hat man dann auch mehrmals angemerkt im Video, denn ich habe wirklich öfters mal meine Händchen reiben müssen, denn ich liebe es einfach gern, wenn jemand ein bisschen gefeuert wird, ja, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja, Film bekommen von mir 7,5 von 10 Punkten. Natürlich kein Ice Spit on the Grave, ist klar, aber auf jeden Fall, dieser Film macht Spaß und kann ich wirklich jedem empfehlen, diesen Film anzugucken. Also hier wirklich ein ganz toller Film für zwischendurch. Nicht für die ganze Familie, eher nur für, ja, wie gesagt, die ja gerne Rape and Revenge Filme mögen, sind hier auf jeden Fall genau richtig und kommen auf ihre Kosten. Ja, habt ihr diesen Film schon gesehen? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare, wie ihr diesen Film fandet. Und wenn nicht, ja, dann guckt ihr nochmal an. Mediabook gibt es eigentlich noch beim Eik Media zu bestellen und auch bei Bretz Media. Und auch das Book ist auch extrem informativ wieder. Natürlich über die Rape and Revenge Filme geht es ein bisschen drum, über die ganzen Schauspieler, auch über den Regisseur und auch ein Interview mit dem Regisseur gibt es auch noch. Also hier ist auf jeden Fall auch alles gut bedient worden bei diesem Mediabook und kann ich auch wirklich jedem empfehlen, das Booklet mal zu lesen. Ja, das war's von mir
Und man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Vorher-Schon-An-Video und konnte ein bisschen ein paar Eindrücke von mir abgewinnen, wie mir dieser Film gefallen hat. Bis demnächst, euer Vorher-Schon-80, tschüss mit Ö und...